Hallo zusammen. Heute bin ich wieder im Gespräch mit Rita von Powerhouse International mit dem Thema, was ist Verstopfung und Durchfall? Ich bin Marleen von selbstheilungscode.com und unser gemeinsames Ziel ist es, Menschen bei der Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen. Schau also auch auf unseren Seiten vorbei. Wir starten gleich nach einem kurzen Intro. Selbstheilung gewusst wie mit Marleen von der Akademie.selbstheilungscode.com und Rita von powerhouseinternational.ch. Wir unterstützen dich bei der Hilfe zur Selbsthilfe. Es freut mich, dich wiederzusehen. Wir haben ja letztens darüber gesprochen, was die germanische Heilkunde ist. Und heute geht es um das Thema Durchfall, Verstopfung und andere Darmgeschichten. Und da gibt es ja immer wieder Menschen, die haben so Verstopfung. Kannst du uns vielleicht ein paar Gründe nennen, warum das so ist oder was wir da genauer anschauen sollten? Ja, also es handelt sich um ein DHS mit dem Inhalt Ärger. Vielleicht noch einmal kurz zur Wiederholung, was ein DHS ist. Ein DHS ist ein Dirk-Hammer-Syndrom, also ein Konfliktschock. Ein Konfliktschock, das bedingt immer, dass drei Komponenten gleichzeitig eintreffen. Also es muss etwas hochakut dramatisch sein, isolativ empfunden werden und total unerwartet kommen. Und immer wenn diese drei Komponenten gleichzeitig eintreffen, dann beginnt der Körper mit einem Symptom. Das noch einmal zur kurzen Wiederholung. Und es handelt sich hier um einen unverdauten Ärgerbrocken. Und zwar immer da, wo dieser Brocken dann eben steckt im Darm, da macht dann der Körper verstärkt Peristaltik. Also der Darm, der ist ja ein Muskel und der pumpt. Also das ist ein Auf und Zu. Und wenn dieser Brocken da sitzt, dann will der Körper, dass der natürlich durchgeht, macht er verstärkt diese Pumpleistung und durch das wird dann auch die Muskulatur stärker und gleichzeitig macht er aber auch ein Zellwachstum an den Darmzotten. Die Darmzotten, die produzieren ja die Verdauungssäfte und zur Unterstützung eben, dass dieser Brocken verdaut werden kann. Und dementsprechend wird dann der restliche Darm, also der restliche Teil des Darms, der wird dann in Ruhe gelegt. Und das ist die Verstopfung. Also die Verstopfung ist ein Symptom der Konfliktaktivität. Und was passiert dann, wenn ich denn, wie kann ich den Ärger auflösen oder wenn ich den Ärger aufgelöst habe, verändert sich dann irgendwas? Ja, auf jeden Fall, dann stoppt dieses Zellwachstum. Also die glatte Muskulatur, die bleibt dann verstärkt. Die baut sich in diesem Sinne nicht ab. Aber was sich abbaut, ist dieses Zellplus. Also dann kommen die Tuberkelbakterien und die Pilze und räumen da auf. Das heißt, der Darm, der beruhigt sich dann lokal wieder und es geht wieder was. Aber gleichzeitig macht dann eben der Darm eine Kolik und das ist dann wiederum der Durchfall. Also der Durchfall ist dann das Zeichen für die Heilung. Für die Heilung schon. Okay. Und diese Tuberkelbakterien, was du gesagt hast, wo kommen die Pilze und die Tuberkelbakterien her? Also ist das, muss ich da noch was genauer anschauen zu dem Thema? Die bilden sich automatisch. Das ist von der Natur schon so vorgesehen. Die bilden sich während der konfliktaktiven Zeit, damit sie dann gerade bereit sind, wenn der Konflikt sich gelöst hat, können die gerade sofort arbeiten, sind sie gerade zur Stelle. Okay, und wie lange kann sowas dauern, so ein Prozess? Grundsätzlich ist es so, dass so lange wie die konfliktaktive Dauer war, so lange geht dann auch die Heilungsphase. Jetzt, wenn du natürlich genau weißt, was dich da, welcher Brocken das war, also welches Ereignis dir diesen Brocken da eingepflanzt hat, mit was du das dann wiederum lösen konntest, dann weißt du auch, wie lange das dieser Durchfall schlussendlich andauert. Und dann, wenn du mal so einen Zeithorizont hast, dann kannst du den auch besser ertragen, als wenn du keine Ahnung hast, wie lange das noch vor sich geht. Also das heißt eigentlich, dass ich gar keine Tabletten schlucken muss, sondern einfach nach einem Ärger suchen muss. Und nach welcher Art von Ärger suche ich denn dann? Ja, es gibt so verschiedene Arten von Ärger. Und zwar, also der Darm, der reagiert mit
Also so unterschiedlich, so der Konfliktinhalt ist nicht immer derselbe. Jetzt, wenn der Dünndarm reagiert, dann ist das ein Ärger mit dem Aspekt des Verhungerns. Also das heißt, jemand nimmt dir etwas weg, also du hast etwas weniger, also es ist Ärger und gleichzeitig nimmt dir jemand etwas weg, also nimmt dir quasi die Butter vom Brot. Und dann gibt es aber auch, also je näher das der Konflikt, also je näher das dieser Brocken am Rektum liegt, desto niederträchtiger ist dieser ganze, sage jetzt mal, Scheißkonflikt. Entschuldigung, Okay. Wortfall. Aber ja, Ja, das also drückt es okay. einfach Ja. ganz schön aus. Ja. Ja, also da geht es dann zum Beispiel so um jemand bezichtigt dich des Versicherungsbetrugs oder so etwas richtig Grausames. Ja, okay. Also der ganze Scheiß drin. Sozusagen, wir dürfen ja nicht fluchen hier, aber damit jeder versteht, umso schlimmer ist es Ja, sozusagen. genau. Der Ärger, den wir da haben. Okay. Und Mhm. dann kann so eine Verstopfung ja dann eigentlich auch ein Anfang so von Darmkrebs sein oder von anderen Geschichten, Ja, oder? genau. Es kommt immer auf die Intensität des Konfliktes an und natürlich auf die Länge. Ja, Mhm. den kann Okay. irgendwann, sagt man dann, Darmkrebs. Also ja, grundsätzlich ist ja so ein biologisches Sonderprogramm immer gleich aufgebaut. Es fängt klein an und wird dann immer intensiver, wenn man nicht auflöst. Ja, gibt es da unterschiedliche Arten von Darmkrebs? Ja, es gibt den blumenkohlartigen Darmkrebs und den flach wachsenden Darmkrebs. Mhm. Beim blumenkohlartigen, da geht es dann beim Konflikt etwas nicht, also da liegt dir etwas im Magen, also du kannst etwas nicht abbauen. Beim flach wachsenden, da ist dann die Empfindung anders, da ist eher so der Konflikt, du kannst da etwas nicht aufnehmen. Also da so unterscheidet sich das. Ah, okay. Also dann macht der Körper hier einfach etwas Sinnvolles, das wir eigentlich sogar heilen können. Ja, genau. Der Körper macht immer etwas Sinnvolles. Der arbeitet immer für dich und nie gegen dich. Und was auch noch wichtig ist zu wissen, also wenn dieses Gewächs, also dieser Tumor im Dickdarm ist, dann kann es natürlich auch gefährlich werden. Also das heißt, da kann es dann echt zum Darmverschluss kommen. Also da muss man dann handeln. Da ist vielleicht auch einmal so eine Notfallsmedizin vonnöten, dass man eine Operation macht, aber unbedingt nur operieren und keine Bestrahlung oder Chemotherapie. Okay. Und du hast vorher gesagt, dass die glatte Muskulatur sich eben verstärkt, hast du gesagt. Also dann habe ich ja ein Leben lang vielleicht sogar diesen Darmkrebs, weil die glatte Nein, Muskulatur nein. stärker ist. Nein. Nein? Nein, das ist nicht ganz richtig. Die glatte Muskulatur, die wird vom Mittelhirn ausgesteuert und die bleibt einfach so verstärkt. Also das heißt, wenn du jetzt immer wieder so im Hamsterrad rumdrehst und immer wieder denselben Konflikt aktivierst, dann ist die einfach irgendwann mal so stark, dass das dann schon auch ein Problem werden kann. Aber der Tumor, der effektive Tumor, das Zellwachstum, das wird ja abgebaut durch diese TBC und auch durch die Pilze. Und so verschwindet das dann auch wieder. Also das ist, ja, sobald der Konflikt aufgelöst ist, beginnen die zu arbeiten und bauen das ab und du kommst wieder in die Gesundheit zurück. Ja, also die Pilzbakterien und die Tuberkelbakterien meinst du, bauen das Ganz ab? genau, richtig. Ja, Okay. also Pilzbakterien sind Tuberkelbakterien. Die Ja. Pilze und die Pilzbakterien. Okay. Genau. Und auf was muss ich denn achten, wenn ich in einer Heilungsphase schon bin, oder? Also das ist ja für mich eher komisch dann. Also landläufig würde man sagen, es geht mir schlecht, aber eigentlich bin ich schon in der Heilungsphase. Ja, genau. Eben sobald Durchfall mit im Spiel ist, bist du in der Heilung. Ja, genau. Also was du vor allem schauen musst, ist, dass du genügend Eiweiß zu dir nimmst. So eine tuberkulöse Heilung, also die Tuberkelbakterien, die brauchen Eiweiß. Und wichtig ist auch zu wissen, also wenn du mal so Nachtschweiß hast, das ist Ja. ein gutes Zeichen dafür, dass die Tuberkelbakterien auch am Arbeiten sind. Also wenn du so nachts aufwachst und alles bist du komplett verschwitzt, so pitschnass, dann kannst du dich jedes Mal darüber freuen, weil dann weißt du, jetzt hast du gerade wieder so einen kleinen Darmtumor gelöst. Also irgendwas anderes aus der gelben Gruppe. Ja, aber immer ein Grund zur Freude, so ein verschwitztes Nachthemd. Okay. Und dann gibt es ja aber Leute, die haben ja solche Krankheiten wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa Ja. und solche Sachen. Also, was passiert denn da beim Morbus Crohn? Ja, das ist eine hängende Heilung. Das heißt,
Du löst den Konflikt, aber aktivierst ihn auch immer wieder. Das passiert dann so über Schienen. Also das heißt, du kriegst immer, wenn Durchfall im Spiel ist, bist du in Heilung. Und dann aktivierst du wieder, dann bist du wieder verstopft. Dann löst du wieder, bist wieder in Heilung. So geht das rein und raus und rein und raus. Und das ist dann genau ja, diese Geschichten mit Morbus Crohn oder eben Colitis ulcerosa. Da ist einfach die Lokalität eine andere. Aber schlussendlich ist einfach eine hängende Heilung. Und was eine hängende Heilung ist und wie das aktiviert wird, wie das alles funktioniert mit diesen Schienen, das erkläre ich auch ganz ausführlich in meinem Einführungsvortrag, den ich natürlich ganz gerne auch wieder unterhalb verlinke. Da kannst du dich gerne noch tiefer darüber informieren. Ja, sehr gut. Und es gibt eben Menschen mit so einer Magen-Darm-Grippe. Was passiert da eigentlich? Was ist da los? Ja, da ist der obere und der untere Dünndarm gleichzeitig in Lösung. Also da hast du zwei Konflikte, mit denen bist du mit beiden Konflikten in Lösung und dann kommt es halt oben und unten raus gleichzeitig. Okay, also das war wieder ein super spannendes Thema. Hast du uns noch mehr dazu zu erzählen oder wie ist es? Eine Krankheit fällt mir noch ein, Colitis ulcerosa. Ja, Ist das das eben auch, Gleiche, das ist oder? eben auch die hängende Heilung. Also wieder Ja. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, einfach rein, raus, immer wieder wiederholen und eben halt wichtig, den Ursprungskonflikt auflösen, Ja. zurückgehen an den Moment, wo das alles angefangen hat, da Ja. suchen, was genau, ja, diesen Ärgerkonflikt suchen, den auflösen und dann kommst du da raus aus diesem Hamsterrad. Ja, und wie man das genau auflöst, das könnt ihr auch bei uns erfahren und wir empfehlen euch, die weiteren Videos natürlich zu schauen. Das nächste Mal haben wir das Thema Neurodermitis und Hautausschlag. Ich danke dir, Rita, für das heutige Gespräch auf jeden Fall. Sehr gerne. Danke dir. Tschüss miteinander. Okay, tschüss. Bis bald. Weißt du nicht, wo du beginnen sollst? Dann habe ich etwas Tolles für dich. Ein Analysegespräch. Wir analysieren gemeinsam deine Ist-Situation. Ich unterstütze dich dabei, die Ursache deines Unwohlseins zu finden. Das Gespräch findet online statt und 20 Minuten sind kostenlos. Melde dich jetzt an. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Marlene von der Akademie.selbstheilungscode.com und Rita von powerhouseinternational.ch verabschieden sich. Wir freuen uns über dein Like. Abonniere auch gleich unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keinen Beitrag mehr verpasst. Schau gleich weiter. Eine Auswahl an Videos findest du hier.